Aufgabe B1. Nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt eines kegelförmigen Eisbechers und einer Eiscremekugel. AM ist die Symmetrieachse und es gilt, die Strecke AB ist gleich lang wie AC, CM sind 4 cm, der Winkel BAC, also dieser hier, beträgt 40 Grad und ACM sind 90 Grad. Die sind hier schon eingezeichnet als rechter Winkel. Die Eiscremekugel schmilzt vollständig. Das Volumen der geschmolzenen Eiscreme beträgt 42% des Volumens der Eiscremekugel. Überprüfen Sie durch Rechnung, ob die geschmolzene Eiscreme in den Eisbecher passen würde. Wir haben also folgenden Sachverhalt. Die Eiscremekugel schmilzt und die Eiscreme hat ein Volumen von 42% der ursprünglichen Kugel. Und man soll jetzt an der Rechnung überprüfen, ob diese Eiscreme dann noch in den Eisbecher passen würde. Wir müssen also Volumen berechnen. Einmal das Volumen der Eiscremekugel, dann die 42% von diesem Volumen und noch zusätzlich das Volumen des Eisbechers und nachrechnen, ob die Eiscreme dann reinpasst. Wir fangen mit dem Volumen der Kugel an. Auf Seite 38 der Formelsammlung finden wir die Volumenformel, die besagt, Volumen einer Kugel ist 4 Drittel mal Radius hoch 3 mal Pi. Der Radius der Kugel ist die Strecke CM und die ist schon gegeben mit 4 cm. Setzen wir also gleich ein. 4 Drittel mal 4 cm hoch 3 mal Pi. Und das tippen wir einfach in den Taschenrechner ein. Und dann erhalten wir für das Volumen der Kugel 268,08 Kubikzentimeter. So, davon müssen jetzt noch 42% berechnet werden. Geht einfach über den Dreisatz zum Beispiel. Kann man sagen, 100% entsprechen den 268,08 Kubikzentimetern. Wir wollen 42% berechnen. Das sind also x Kubikzentimeter. Daraus lässt sich dann die Formel aufstellen. X ist gleich 268,08 geteilt durch 100 mal 42 und es ergibt dann 112,59. Als Antwort können wir also sagen, die Eiscreme hat ein Volumen von ca. 112,59 Kubikzentimetern. So, müssen wir auch das Volumen des Eisbechers berechnen. Also Volumen des Eisbechers. Der Eisbecher hat ja Kegelform. Schauen wir wieder auf Seite 38 nach. Volumen eines Kreiskegels. Und der hat die Formel 1 Drittel mal Radius. Mache ich jetzt Radius Eisbecher. Hoch 2 mal Pi mal Höhe des Eisbechers. Schauen wir in unserer Zeichnung nach, wo sind die ganzen Größen? Der Radius des Eisbechers ist zum Beispiel hier zu finden. Und die Höhe des Eisbechers dementsprechend hier. So, diese beiden Größen kennen wir noch nicht, müssen wir also noch berechnen. Schauen wir uns an, ob wir schon direkt irgendwas berechnen können. Gehen wir mal in das Dreieck ANC. Uns wäre zum Beispiel dieser Winkel hier bekannt. Der ist halb so groß wie der Winkel BAC, also entspricht der 20 Grad. So, wir kennen aber weder die Strecke AC, noch AN, noch CN.
Also in diesem Dreieck können wir momentan noch nichts ausrechnen. Die beiden Größen sind ja auch gesucht, deswegen kann man schon davon ausgehen, dass wir die beiden halt nicht kennen. So, gucken wir ein anderes Dreieck an. Vielleicht eins, wo die Strecke AC drin liegt, weil das können wir dann für dieses Dreieck benutzen. Und da bietet sich zum Beispiel das Dreieck AMC an. Das ist ebenfalls rechtwinklig. Die Strecke CM kennen wir aus der Vorgabe. Und der Winkel hier unten ist uns auch bekannt. Also können wir doch berechnen. Wir haben einen Winkel. Wir haben die Gegenkathete zu diesem Winkel. Und die Ankathete suchen wir. Das Dreieck ist rechtwinklig, also funktioniert es mit Hilfe des Tangens. Die Strecke AC lässt sich also berechnen aus Tangens von den 20 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete waren 4 cm, Ankathete ist gesucht. Also 4 cm durch die Länge der Strecke AC. Das wäre jetzt mit Hilfe des Solvers lösbar. Oder wir formen einfach um. Dann erhalten wir, die Länge von AC ist gleich 4 cm durch den Tangens von 20 Grad. Und das sind ungefähr 10,99 cm. So, AC ist uns also bekannt. Jetzt können wir die Seite AC benutzen, um AN und CN auszurechnen. Gehen wir jetzt an die Strecke AN. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist der rechte Winkel. Wir haben einen Winkel gegeben. AN wäre die Ankathete zum Winkel. Und die Hypotenuse ist bekannt. Also Winkel, Ankathete und Hypotenuse. Das wäre der Kosinus. Für die Strecke AN folgt also, der Kosinus von 20 Grad ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete ist gesucht. Und die Länge der Hypotenuse kennen wir, nämlich das ist die Strecke AC mit 10,99 Zentimetern. Das wäre jetzt wieder mit dem Solver lösbar. Oder wir formen wieder um. Und dann halten wir für AN ist berechenbar durch 10,99 cm mal den Kosinus von 20 Grad. Und das entspricht circa 10,33 Zentimetern. Das wäre jetzt unser HE. So, jetzt fehlt noch die Strecke CN. Wir haben einen Winkel, wir kennen die Hypotenuse. CN ist die Gegenkathete zum Winkel, also über den Sinus berechenbar. Der Sinus von 20 Grad ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete kennen wir nicht. Die Hypotenuse ist wieder die Strecke AC mit den 10,99 Zentimetern. Wieder über den Solver lösbar oder über die Umformung. Dann würden wir zum Beispiel für CN erhalten 10,99 cm mal den Sinus von 20 Grad. Und das entspricht ungefähr 3,76 cm. Und das wäre jetzt der Radius des Eisbechers.
So, setzen wir noch die Größen ein. Also nochmal, Volumen des Eisbechers ist ein Drittel mal, jetzt kommt der Radius des Eisbechers hoch 2, also 3,76 Zentimeter hoch 2 mal die mal Pi und jetzt mal die Höhe des Eisbechers, also mal 10,33 Zentimetern. Das tippen wir jetzt einfach in den Taschenrechner ein. Und erhalten damit ein Volumen von ungefähr 152,93 Kubikzentimetern. So, jetzt müssen wir uns noch vergleichen. Die Eiscreme hat ein Volumen von 112,59. Der Eisbecher hat ein Volumen von 152,93 Kubikzentimetern. Also noch einen kurzen Antwortsatz dazu. Antwort: Die geschmolzene Eiscreme passt hinein. Da das Volumen der Eiscreme kleiner ist. Also kann man schreiben 112, wie viel waren es? 59 Kubikzentimeter kleiner sind als die 152,93 Kubikzentimeter.